Herzlich willkommen, 18.18 Uhr, Immo-Rob-Zeit. Heute, wie versprochen, nochmal auf der Moritzstraße mit dem Thema Einzelvergabe der Gewerke oder in Generalunternehmer. Die Frage kam von euch bei Instagram, mit wem macht man wie so eine großen Projekte? Wir werden es heute klären. In diesem Sinne, viel Spaß. Scheißkalt wirklich, oder? Ja. Naja gut, ist ja nicht schlimm. Die Immobilie wird ja besser durch die Kälte, da hält die sich länger. Genau. Ist ja logisch, wie bei Lebensmitteln. Bei so großen Projekten war eine Frage von euch bei Instagram, wenn du sowas machst, also ich, nimmt man in GU und sagt, kümmere dich um alles, das ist der Festpreis, oder macht man die Einzelvergabe? Ich kann dir sagen, es gibt... Naja, es gibt keinen Weg dazwischen. Ich sag mal so, es gibt genau die zwei Varianten. Und auch die Varianten werden wir hier beide prüfen. Es gibt noch keine hundertprozentige Entscheidung. Wir haben es jetzt so gemacht, wir haben uns erstmal für die Einzelvergabe entschieden. Was ist der Vorteil an der Einzelvergabe? Es ist natürlich günstiger. Ein GU, Generalunternehmer, der macht dir alles, kümmert sich selber um Klempner, Sanitär, Elektrikzeug, alles drum und dran, gar keine Frage. Aber der hat nochmal 15-20% Aufpreis. Das heißt, wenn wir hier von einem Investitionsvolumen, was wir in die Sanierung stecken, um die 275.000 bis 300.000 Euro, müssen wir hier investieren, reden, kann es eben sein, dass du mal 45.000, 60.000 Euro mehr ausgibst. Auf der anderen Seite hast du eigentlich keinen Stress. Du hast einen festen Preis, kann nichts passieren. Wenn du dich generell für so eine Variante entscheiden solltest und sagst, das will ich genau das, musst du wirklich gucken, mit wem machst du das Geschäft. Hol dir auch da 2 bis 3 Angebote rein von Generalunternehmern, die dir die ganze Hütte durchsanieren. Vergleiche die. Hinterfrage dann, wenn ein Angebot besonders günstig ist, wie das geht. Weil wir hatten auch schon Fälle, Müglitzer Straße, muss ich euch nichts erzählen, ihr guckt ja seit vielen Jahren dem Kanal auch zu. Kann das auch voll daneben gehen, weil da war auch ein Auftraggeber. Wenn der aber keine Kohle mehr hat, wenn der es komplett gegen die Wand fährt, stehst du am Ende trotzdem da und tust den Scherbenhaufen zusammenkehren. Was könnte man anders machen in der Situation? Prüfe die 3 auf Herz und Nieren, wie sind die finanziell aufgestellt. Oft machen die ja eine Firma und in die Pleite geht, machen die einfach die nächste Firma und so weiter und so fort. Wenn da jemand sagt, nee, genau die GmbH, und es geht nie um die Person, wie lange der schon im Business ist, sondern wie lange gibt es die GmbH, deren du den Auftrag gibst schon. Wenn es die Zeit 1995 gibt, der wird jetzt wegen dem 300.000-Euro-Projekt, selbst wenn er sich verkalkuliert, die Bude nie zumachen müssen. Wenn das die 4. GmbH ist seit 2015 und du sagst, na, irgendwie alle 2 Jahre gibt es da was Neues, dann sollst du dir Gedanken machen, ob das dein Partner ist. Also im Ernstfall lieber mehr bezahlen, aber wirklich bei einem GU einen Top-Mann, ein Top-Unternehmen dahinter haben, den du wirklich vertrauen kannst, dass die das hinkriegen. Ansonsten bleibst du trotzdem auf der Kohle sitzen. Variante B ist Einzelvergabe. Dort ist es jetzt so, wir, wie gesagt, prüfen beides. Wir holen uns jetzt mehrere GU-Angebote ein. Und im Gegenzug haben wir aber auch jetzt schon 2 Sanitärangebote für das komplette Sanitär am Haus und die Heizung vorliegen. Wir haben vom Elektriker 2 Angebote vorliegen. Und für die Innenausstattung, das heißt Fußböden etc., wo ich mir gar keine Angebote, da weiß ich, was es kostet. Also ich habe selber im Gefühl, wie viel Quadratmeter Laminat oder Parkett ich brauche, was das kostet. Ich weiß, was mich der Fliesenleger kostet etc. Das kann ich selber kalkulieren. Wenn ihr das nie könnt, holt euch auch dort 2, 3 Angebote rein. Erstens, es macht zwar Arbeit, aber du hast selber erstmal ein Gefühl, was ist normal. Oft sollten die eigentlich nah beieinander liegen. Wenn eins besonders teuer ist, dann musst du dir Sorgen machen, wenn es besonders billig ist, wie gesagt, auch. Aber theoretisch arbeiten alle mit den gleichen Kalkulationen, die müssen alle Geld verdienen, sollen sie auch. Aber dann dürften die Abweichungen nicht allzu groß sein. Hol dir also die Angebote rein, fühl dich auch nicht schlecht, wenn du 2 absagen musst. Das kann man gut und gerne als Geschäftsmann machen und sagen, ey, danke für dein Angebot. Aber ich muss mich hier leider für jemand anderes entscheiden. Wir können es gerne beim nächsten Mal nochmal probieren. Wenn dir jemand böse ist, das nie versteht, ist es so. Aber gerade die sagen, mir kannst vertrauen, Hand drauf, das klappt alles. Machen das unter Kumpels. Freundschaftspreis, mein Lieblingswort, Freundschaftspreis. Meistens sind das die Preise, wo du wirklich aufpassen musst. Mein Kumpel Marc sagt immer Freundschaftspreis. Na klar kriegst du einen Freundschaftspreis. Du darfst nur, weil du mein Freund bist, musst du nie mehr bezahlen. Du kriegst den gleichen guten Preis wie alle anderen auch. Am Ende gibt es keine Freundschaftspreise. Und meistens sind das die Dinge, die schief gehen. Ich rede nie vom Schwager, der Laminat legen kann und dir hilft. Das ist eine geile Sache. Aber eine Firma, mit der du außer geschäftlichen Kontakt nichts am Hut hast, auf immer einen super tollen Preis, weil du ein netter Kerl bist, kannst vergessen, funktioniert nie. Also Angebote einholen, prüfen. Wie gesagt, wir werden hier beides machen. Wenn du es übrigens selber machst, musst du vor Ort sein. Genauso wie aber auch beim GU. Also auch beim GU musst du regelmäßig auf der Baustelle sein. Wenn du die Einzelvergabe machst, dann ist wichtig,
musst du nicht nur vor Ort sein, sondern musst auch jede Abnahme machen. Das heißt, fordere den auf. Ich mache es mit WhatsApp-Gruppen für jedes Projekt. Auch hier gibt es eine WhatsApp-Gruppe. Da sind alle Handwerker dann drin, die für das Projekt zuständig sind. Vom Fliesenleger, Klempner etc. pp. Also bei der Einzelvergabe. Die sind dann drin, die können sich abstimmen und jeder hat einfach mit jedem Baufortschritt Fotos zu dokumentieren, in diese Gruppe zu packen. Ich sehe immer, was ist aktuell auf der Baustelle. Und immer, wenn eine Leistung erbracht wurde, zum Beispiel, wenn die Heizungsanlage neu ist oder die Badewanne ausgebaut wird, hier zum Beispiel gegen eine Dusche, dann komme ich hergefahren, gucke mir, bevor die Dusche drin ist, an, ob alles in Ordnung ist, ob es ordentlich isoliert ist etc. pp. Das muss ich dann selber machen, weil es dokumentiert mir keiner. Und wenn du bei der Einzelvergabe einen Klempner hast, dann sagt er, das passt schon. Du siehst aber nur das fertige Endprodukt und weißt nicht, ob er dazwischen die Arbeit richtig gemacht hat. Und danach kommt ein Schaden, du willst den in die Haftung nehmen, der macht zu, weil er keine Kohle hat, hebt die Hände, das ist dein Problem. Also du darfst dich, selbst wenn der es auf die Rechnung draufschreibt, Abdichtung, bla und alles abkassiert. Wir hatten auf der Müggitztalstraße einen Fall, wir haben eine abgedichtete Bodenplatte bezahlt, aber die war nicht 100% abgedichtet und die haben die Speisbahn einfach in zwei Räumen vergessen. Bezahlt haben wir sie, Fakt ist, wir sind jetzt trotzdem diejenigen, die den Schaden bezahlen. Um sowas zu vermeiden, wie gesagt, musst du nach jedem Gewerk, wo es irgendwo ein Folgerisiko gibt, wie eben gerade beim Sanitärbereich sehr oft der Fall ist, musst du einfach hinfahren, die Abnahmen machen. Dann unterschreibst du den Baufortschritt, dann darf er dir die Rechnung stellen und dann bezahlst du natürlich auch erst die Rechnung. Wenn der dir vorher eine Rechnung schreibt, sagt, es ist morgen fertig, sagst du, perfekt, dann können wir morgen über die Rechnung reden. Also auch dort ganz wichtig, bevor du es abgenommen hast, bevor es nie wirklich 100% fertig erbracht ist, tust du nicht den vollen Preis bezahlen. Anzahlung für Material zwischen 25% und 50%, alles nachvollziehbar und möglich. Aber Fakt ist, die Endrechnung bezahlst du dann, wenn die Leistung erbracht ist und wie gesagt, du sie abgenommen hast. Beim GU reicht zu, wenn er einen Stempel drauf macht, habe ich aber eingangs gesagt, prüfe den GU auf Herz und Nieren, ob das wirklich dein Mann für dein Projekt ist. Wenn ihr euch an so eine Projekte rantraut, wie gesagt, rechnet euch alle Varianten durch, holt euch viele Angebote rein, nehmt euch lieber 4 Wochen mehr Zeit für die Planung, 4 Wochen Leerstand tut nie weh, hinterher Geld zu bezahlen, ist viel, viel schlimmer und viel, viel teurer. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich freue mich auf euch in ein paar Tagen wieder, immer Rob 18.18 Uhr, bis dahin, alles Gute.